Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac mit mir, Ed Wegmann. Und mein Gast heute ist der... Mikula Tome. Mikula? Hallo. Ja. Er ist mein vierter Gast und hat das Spiel eigentlich noch nicht mal so richtig gesehen. Also... Nee. Ganz kurz einmal. Ganz kurz. Also eigentlich gar nicht. Er kann noch nicht mal die Geschichte davon, habe ich ihm auch gerade eben gezeigt. Wir werden auch jetzt sofort anfangen. Er kennt noch niemanden, also du kannst hier mit den Pfeiltasten mal so gucken, wer ist und auch die auf die Werte achten. Ne? Können die alle was anderes, also jeder was Bestimmtes? Natürlich. Horror von Babylon? Ja, die Hure von Babylon. Weißt du, wer sie überhaupt ist? Nein. Bibel? Ne? Nee. Maria Magdalena ist die Hure, die von Jesus da gerettet wurde. Wer noch nie gesündigt hat, wirft den ersten Stein. Ich glaube, ich... Einfach die Reise. Also, gehen wir erstmal durch. So, okay. Du musst ja auf die Erde und vielleicht die... Jetzt kann ich dir noch die ganzen Items erklären. Achso, okay. So, fangen wir bei Isaac an. Ja. Wenn du ein besonderes Item findest, welches auf einem Stein platziert ist, dann kannst du dies wechseln, wenn dir das nicht gefällt. Dafür ist der Würfel da. Der D6. So. Fahre fort. Magdalene ist für Yamhart. Das kann dir ein Herz auffüllen. Und also die Spacebar-Items laden sich wieder auf. Ja. Also das Yamhart. Also das ist das Spacebar-Item. Ja. Also ist nicht immer ein Spacebar-Item, aber in dem Fall ist es ein Spacebar-Item. Weil du gerade gesagt hast, von wegen... Spacebar-Item. Ich wüsste nicht, ob die gut sind oder schlecht sind. Ja, das liegt an dir. Ich sag dir nur, was sie machen. Der Luckfoot bringt Glück. Also es gibt zum Beispiel... das kann ich dir jetzt so nicht erklären, das würde ich dir zu viel verraten. Okay. So. Das Book of Belial macht dich für einen Raum stärker. Okay. Ja, der heißt Judas. Ja, nichts bei Herz. Das bedeutet, dass er... Also gehen wir gerade auf Isaac. Ja. Isaac hat 3, Judas hat 1, glaube ich. Na gut, Judas schon mal nicht. Judas ist einer meiner besten. Ja, aber. ist an sich Sache, an sich wirklich vollkommen. Der hat 2. Der Dead Bird ist ein passives Item. Oh, beides sind passive Item. Wenn du in einem Raum verletzt wirst, fängt der Dead Bird an, auf die Gegner loszugehen. Oh. Und die Hure von Babylon, wenn du noch ein halbes Herz hast, wirst du richtig stark. Okay. Der hat gar keine roten Herzen, sondern blaue Herzen. Die Funktion der blauen Herzen werde ich wohl während des Runs erst erklären. Und der Poop setzt ein Kackehäufchen auf den Boden. Toll. Ja. Ganz starker. Samson, umso mehr Gegner er in einem Raum tötet, umso stärker wird er. Was heißt stärker, also hier dieses Schwert? Das ist die Stärke der Fuß. Wie viele dieser Angriff da, diese Tränen oder was das sind? Es geht, glaube ich, bis 7 hoch, also kannst du dich aufpowern. Der Fuß ist Geschwindigkeit, das also Herz. Also, das wissen jetzt, wie viel die Tränen abziehen, zum Beispiel. Ja, eigentlich schon. Ja. Und der Fuß ist, wie schnell die sich irgendwo bewegen. Und das Herz, wie viel Leben die eben haben. Okay. Nee, ich jetzt nicht mehr. Ich glaube Isaac, weil der ja 3 Leben hat und in allem, also das war ein Mittelding von allem. Weil ich halt überhaupt nicht weiß, wie das irgendwie geht. Ja, bitte. So, jetzt kann ich auch schnell erklären, was blaue Herzen sind. Die roten, das sind feste Herzcontainer. Die kann man immer aufladen. Mhm. Die blauen, die kriegst du einmal und die werden halt vor den roten Herzen abgenutzt. So. Wenn die weg sind, sind sie weg, dann musst du dir ein neues aufheben. Oder kannst dafür, die sind dafür nicht ganz so selten, aber nicht wirklich selten, und du kannst die eben so weit, unendlich weit aufpowern. Und Herzen. Krieg ich auch mit Isaac blaue Herzen? Natürlich. Okay. Aber eben Blue Baby kann auch nur blaue Herzen verwenden. Also, ja, so. Dann bitte. Beginne. Wir fangen einfach mal an. In irgendein Tor einlaufen. Ja. Also die Musik ist auf jeden Fall schon mal cool. Das gefällt mir schon mal. Du hast Glück, da hier ist nix. Mit der Bombe könntest du den Schlüssel holen oder eben die... Ach so, die Steine... Okay, die können ich wegbomben, aber dann habe ich hierfür keine Bomben mehr, oder? Ja. Und... Ah, nee, sag ich nicht.
Ich will nichts verraten. Geh einfach mal, mach einfach mal weiter. Heißt, ich mache hier nichts. Oder kann ich mir den Schlüssel holen, kann ich mir doch andere Türen aufmachen? Ja. Würde es ja eigentlich Sinn machen. Oh. Oh Mann, das Spiel wird dir so viel Spaß machen. Ich bin gespannt. Ich werde bei dir noch etwas gnädiger sein, also so als vielleicht eine Stunde als Limit holen. Okay. So, dass du mindestens mal eine Stunde mal gespielt hast. Danach kannst du mal offscreen noch eine Runde machen. So, das sind deine ersten Gegner. Das sind das kopflose Körper. Ja, kopflose Körper. Könnte man so nennen. In der Mitte dieses schöne TNT-Fass, was das wohl macht. Ja. Ich und das da ist ein Champion-Gegner. Die würden bei Berührung ein komplettes Herz abziehen. Sind aber schwerer zu besiegen auch noch, aber du bekommst auch was davon. Okay. Ich weiß aber jetzt schon, dass ich nachher total überfordert bin. Ich meine, die hier greifen jetzt ja noch nicht so wirklich an. Also, was war das denn? So. Also, ich würde dir jetzt erstmal, damit du mal weißt, wie es geht, raten, diesen... Du hast volle Herzcontainer. Achso, ich kann nicht... Okay, ja. Schade. Ich würde dir raten, erstmal zu gucken, was alles gibt in einem Floor, sagt man. Bevor ich in die Todestür da reingehe. Das ist der Endgegner dieser Runde, sagt man. Okay, was ist denn? Oh. Jetzt hast du diese Tür geöffnet und da drin ist ein Shop. Du hast aber noch gar keine Münzen. Also hast du den Schlüssel mehr oder weniger verschwendet. Sehr gut. Eher weniger. Ja, Scheiße. Egal. So. Dann bleibt da nur noch die Tür hier übrig. Oh, Moment mal. Oh, Moment mal. Ich hab jetzt eine Bombe. Weißt du? Ja. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Ich bin gespannt, was da drin ist. Eine Karte. Eine Tarotkarte. Temperance. Du musst sie wohl einsetzen, um zu sehen, was sie macht. Wie setzt sich das ein? Mit Q. Das ist da oben ja schön angelegt. Achte, siehst du so vielleicht besser? Nee. Nein? Das da ist eine Blutbank. Was eine Blutbank macht, ist, denke ich mal, logisch. Du zahlst ein halbes Herz und bekommst Geld. Aber warte mal, ich habe ja in dem anderen Raum noch ein Herz liegen. Ist er noch da? Ja, natürlich. Und du bekommst immer unterschiedlich Geld. Okay. Also du kannst 1 bekommen, 2, 3, 5, 10. Und jetzt habe ich, wo sehe ich das Geld? Oben. Ganz drei. Oben. Was kann ich mit 3? Kann ich ja schon irgendwas Tolles kaufen? Bombe. Eine Bombe kannst du kaufen. Du kannst natürlich auch sparen, weil es gibt in jedem. Was? Ich spare ein bisschen. Der Typ da, der da hängt, am Galgen ist die Geld geworden. Ja, der ändert sich immer. Du kannst mal raus, reingehen, raus, reingehen. Der ändert sich immer. Okay. Du kannst auch diese Blutbanken eben wegbomben. Dann kommt doch was raus. Aber du musst nicht und du kannst dir deine Bombe auch aufsparen. Ach, wegbomben mit einer richtigen Bombe. Ich hab. Natürlich. Ja, ich hab gedacht, so kaputt. Nee. Tränen. Also du musst schon dir bewusst sein, was du mit deinen Items so machst. Ist das eine Tür? Ist das eine Tür? Denk ich nicht rein. Die sehen aber aggressiv aus. Oh, die sind auch aggressiv. Ich habe das Spiel ja schon durch. Und nach dem 7. Mal, glaube ich, wird das Spiel härter. Aber wenn du das 7. Mal durch hast. Ich habe das Spiel, wenn man das als durch ansieht, schon ganz schön oft. Das sind 2 halbe Herzen, ergibt ein ganzes. Und du musst dich natürlich besiegen, um rauszugehen. Oh Mann, ich bin gleich gekommen, ist hier ganz clever. Die Rente gleich ist ja. Wow, mein Gott. Die Spinnen sind mit dem Downloadable Pack dabei und. Komm! Ja. Oh, Two of Hearts. Muss ich auch einfach einsetzen. Und ja. Ich würde jetzt sagen, die gibt mir 2 Herzen. Das würde auf jeden Fall Sinn machen, ne? Ich will es nicht. Ich benutze es jetzt nicht. Obwohl, ich könnte eigentlich zur Blutbank gehen oder als. Doch. Ja, wofür war jetzt nochmal das Space-Item? Um besondere Items zu wechseln. Scheiße. Also, und. Wie kriege ich. Hier sowas? Nein, besondere Items.
Du hast noch kein besonderes Item gesehen. Okay, also ich weiß, ich krieg dann. Oh, Bescheid, was ist das? Die Bloodbag. Das ist erstmal ein. Oh mein Gott. Ein. Wie heißt es? Ein Herzcontainer mehr. Oh cool. Und es füllt die Herzen auf. Wie lange habe ich das? Jetzt für immer. Geil. Das ist ein permanentes Item. Der sieht jetzt nicht schön. Ja, der hat ja gerade Blut gefressen. Okay, dann gehst du doch hier rein. Das ist ein Schatzraum. Und der beinhaltet dieses besondere Item. Okay. Jedes Item, das auf solch einem Stein positioniert ist, kannst du rerollen mit dem Würfel. Ja, okay. Auge. Auge. Natürlich, es kann auch immer was Schlechteres bei rumkommen. Muss oder was Besseres. Oder muss irgendwie das Ding. Wenn du es nicht haben willst, drückst du auf die Spacebar-Taste. Wenn du es haben willst, läufst du einfach gegen. Und du. Und okay, was hat das Auge gemacht? Da muss ich jetzt gerade überlegen, dass. Bumfriend, das glaube ich, habe ich gesehen. Der kämpft doch für einen, oder? Nee. Oh. Was macht der? Der Bumfriend, der klaut dir Geld. Was? Also, wenn er Geld am Boden liegen sieht, klaut er das. Könnt ihr töten? Und gibt dir eventuell Items dafür. Also, so Schlüsselbomben, Münzen. Also, nee, nicht Münzen, Schlüsselbomben, Karten und so weiter. Das, das ist ein. Ja, du kannst natürlich auch mal ausprobieren. Das. Du musst nicht. Ja, das sind Zacken. Warum sollte ich da reingehen? Kann das was Gutes sein? Kleiner Tipp, du musst drauf stehen bleiben, wenn du was Gutes haben willst. Was? Es sieht einfach nur Leben ab. Du wirst es jetzt nicht mehr erfahren. Scheiße. Jetzt kann ich noch sagen, was Tour of Hearts macht. Tour of Hearts verdoppelt deine momentane Herzanzahl. Das heißt, du hattest zwei Herzen, du bekommst zwei aufgefüllt. Okay. So. Und das Auge, ich meine, dass das Auge sich an deinen Hinterkopf pflanzt und hinter dich schießt, wenn du nach vorne schießt. Okay. Ah, scheiße. Ja, du kannst ja auch aus dem Laden kaufen. Dein erster Gegner, Famine, einer der vier apokalyptischen Reiter. Okay. Warum denn direkt ein Gegner eigentlich? In jedem. Aber du kannst auch gedrückt halten, ne? Okay. Ja, halt schnell. Hey. Der zieht mit seinem Charge ein komplettes Herz ab. Und ja. Du hast ein bisschen Pech gehabt, weil das ist einer der stärkeren Gegner für den Anfang. Na, toll. Ja. Er macht den eigenen Gegner. Macht er nur die Attacke da? Nachher macht er was anderes. Oh nein! Der ist nämlich ein bisschen gruselig. Ein bisschen spooky. Du weißt, was Famine bedeutet? Hunger, oder? Hunger, ja. Oh Mann! Und du merkst vielleicht, der ist auch gar nicht so leicht tot zu kriegen, sage ich mal. Wie gesagt, der ist für einen ersten Gegner wirklich recht anspruchsvoll, gerade für die das noch nicht gespielt haben. Das macht er einfach mehr. Oh. Aber ich kann sicher nicht gegen ihn laufen. Nein. Das Gefühl, ich fliege da. Ah, ist doch gut. Die Fliegen kannst du natürlich auch kaputt schießen. Das ja, aber das Gefühl, wenn ich die kaputt schieße, dann kommen einfach direkt wieder neue. Kommen also auch. Und du musst natürlich auch gucken. Was macht er? Oh mein Gott. Du musst natürlich auch gucken, welches. Ich weiß nicht, sagt dir das Wort Pattern was? Ja. Welches Pattern eben die deine Gegner verfolgen. Jeder Gegner hat sein eigenes Pattern und. Ja, das heraus. Ich bin gleich schon tot. Fuck! Das war's schon. Willst du deinen Charakter wechseln oder willst du mit Isaac noch einmal versuchen? Ja, ich will den Charakter wechseln. Den Charakter wechseln. So, dann bist du well aus. Aber es ist kein Grund zur Sorge, jetzt weißt du ja, wie die Mechanik alles funktioniert, ja. Was für Räume sind und. Ne? Ja. Ich finde es. Weil ich jetzt so schnell gestorben bin, würde ich jetzt eher dazu sensieren, jemanden mehr Herzen zu holen. Macht Sinn. Aber ich spiele in keinem Spiel gerne Frau. Sorry. Sexist? Nein. Es ist. Ja, ich will doch nochmal mit dem. Das ist alles relativ gesehen. Du musst es so sehen. Leute
die weniger Herz haben, könnten ja stärker sein als Isaac und damit seine Gegner auch schnell aus dem Weg räumen. Okay. Das da ist ein... Oh, oh, oh.